Das ist wie ein Zauberwort. Es steht für lauter schöne Sachen. Für Weihnachtslieder und die Weihnachtsgeschenke. Für Weihnachtsfeiern und den Weihnachtsbaum. Für Weihnachtsplätzchen und einen Weihnachtsmarkt. Warum feiern wir Weihnachten? Manche sagen, weil es Winter ist und schneit. Manche sagen, weil wir mit der Familie zusammen sind und es so schön ist. Manche wissen es nicht oder haben es schon vergessen. Feiern wir den Weihnachtsbaum oder gar den Weihnachtsmann? Manche meinen, wir feiern einfach, weil es schon immer so war. Aber es war nicht immer so. Weihnachten hat einen Anfang und Weihnachten hat einen Grund. Und den möchten wir euch heute erzählen. Das Weihnachtsevangelium steht bei Lukas im 2. Kapitel. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machten sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlecht Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie das selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hirten. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen. Und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscharen. Die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihren Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
also seid herzlich willkommen in der kleinen Stadt Nazareth im jüdischen Land. Wie jeden Tag herrscht auf dem Marktplatz ein geschäftiges Treiben. Frauen holen Wasser vom Brunnen, die Kinder spielen Fangen, die Männer handeln mit Vieh und anderen Waren. Also alles wie jeden Tag. Aber dann passiert doch etwas Ungewöhnliches. Plötzlich wird es laut. Hört ihr Leute, hört gut zu. Ich verlese eine wichtige Bekanntmachung des Kaisers Augustus aus Rom. Der Kaiser, den wir alle verehren, hat in seiner großen Weisheit beschlossen, dass alle Menschen durch eine Volkszählung erfasst werden müssen. Alle Einwohner, Männer, Frauen und auch Kinder müssen sich in die kaiserlichen Listen eintragen lassen. Deshalb soll jeder in seinen Heimatort gehen, aus dem seine Familie stammt. Gezeichnet Quirinius, Statthalter in Syrien. Du da, lass dich mal ansehen. Name? Aha. Wie alt magst du wohl sein? Gut, ist notiert. Und du? Du bist doch gar nicht von hier. Sieh zu, dass du die Tage nach Hause kommst. Du musst da eingetragen werden. Begeistert sind die Menschen im Ort nicht von der Sache. Das Ganze klang ja zunächst ganz harmlos. Aber es geht dabei doch nur wieder um Steuern, Steuern und noch mehr Steuern. Und wer nicht gerade aus der Gegend ist, hat teilweise einen weiten Weg in seinen Heimatort und muss deswegen das Haus und die Familie alleine lassen. Und die Arbeit bleibt auch liegen. Ihr beide solltet euch bald auf den Weg machen, bevor ihr zu dritt seid. Tja, das ist das Problem. Maria hier ist hochschwanger und das Kind sollte eigentlich bald geboren werden. Aber es nützt alles nichts. Sie müssen ihre Sachen packen und losziehen nach Bethlehem, der Stadt, aus der Josef kommt. Für Maria wird die Reise ganz schön mühsam. Ziemlich lange würden die beiden unterwegs sein. Den ganzen Weg zu Fuß, und Maria kann ihre Sorge nicht verbergen. Wo sollte sie ihr Kind zur Welt bekommen? Weit ab von zu Hause, von den Menschen, die sie liebte und die ihr helfen würden. Ganz allein mit Josef, in einer ihr fremden Gegend.
Dann kann Maria nicht mehr. Sie bleibt stehen. Sie ist sehr müde. Sie setzt sich einfach auf den Boden. Josef steht hilflos daneben und sieht sie an. Das hatte er sich auch anders vorgestellt. Für das erste Kind sollte doch alles super vorbereitet sein. Die Frauen der Familie hätten bei der Geburt geholfen. Maria wäre nicht alleine gewesen mit der schweren Aufgabe. Und sie wären in ihrem schönen Heim gewesen, mit allem, was eine Mutter und ein Kind so brauchen. Dann zeigt Josef nach vorne. Er hat die ersten Häuser von Bethlehem entdeckt. Er schüttelt Maria an der Schulter und will ihr Mut machen. Nur noch ein paar Schritte und der Weg ist überstanden. Maria rappelt sich mühsam auf. Sie stützt sich auf Josef und gemeinsam gehen sie zu einer Herberge und klopfen dort an. Ein Wirt öffnet missmutig die Tür und sieht die beiden skeptisch an. Bevor Josef überhaupt nach einem Zimmer fragen kann, macht der Wirt die Tür vor ihrer Nase zu. Die beiden sehen einfach nicht aus, als wenn man an ihnen gut Geld verdienen könne. Die beiden gehen auf die andere Straßenseite. Und Josef klopft an die Tür der Gaststätte. Eine Frau öffnet und Josef fragt: Habt ihr eine Bleibe für uns? Wir brauchen ganz dringend einen Platz zum Ausruhen. Aber die Frau schüttelt den Kopf. Sie sagt den beiden, dass sie bis auf den letzten Platz belegt sind. Viele Reisende sind in diesen Tagen unterwegs. Und die beiden sind einfach zu spät dran. Die beiden versuchen es noch ein drittes Mal und Josef hämmert an der Tür einer etwas heruntergekommenen Herberge. Langsam ist Josef verzweifelt. Er packt den Wirt bei den Schultern und schüttelt ihn. Wir brauchen jetzt wirklich ein Bett, sagt er, egal wie es aussieht. Meine Frau erwartet ein Kind. Wir können doch nicht auf der Straße bleiben. Der Wirt kratzt sich am Kopf, sieht auf Maria ihren Bauch und überlegt. Dann zeigt er in Richtung eines Stalles. Dort könnt ihr meinetwegen unterkommen, sagt er. Es ist nicht gerade das Beste, aber wenigstens habt ihr ein Dach über den Kopf. Maria und Josef ziehen auf den Stall zu. Maria setzt sich sofort, weil sie kaum noch gehen kann, und Josef versucht es, im Stall so gemütlich wie möglich zu machen. Und in der Nacht gebar Maria ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sonst hatten sie keinen Raum in der Herberge. Come back to your home.
Obwohl es schon Nacht ist, sind noch einige Menschen wach und am Arbeiten. Guckt mal da hinten, im Mittelgang. Da haben ein paar Hirten gerade ihre letzten Schafe zusammengetrieben. Kommt, kommt. Langsam ist es auch für sie Zeit, schlafen zu gehen. Die Hirten schlafen gleich auf dem Feld, neben ihren Tieren. Besonders viel Geld verdienen kann man als Schafhirte nicht gerade. Also haben sie keine große Auswahl. Für die Leute damals war das Schafehüten eine ganz unangenehme Arbeit. Gut angesehen waren die Hirten jedenfalls nicht und gemüffelt haben sie auch ein bisschen, weil sie ja immer draußen schlafen mussten. Müde legen sich die Hirten zum Schlafen nieder. Sie nehmen einfach ihren Rucksack als Kopfkissen und decken sich mit einem Fell oder einer löchrigen Decke zu. Sie rücken möglichst eng zusammen und dicht ans Feuer, um sich zu wärmen. Langsam fallen ihnen die Augen zu. Und plötzlich wird es hell. Die Hirten werfen erschrocken ihre Decken von sich und schauen suchend umher, von wo das Licht kommt. Seltsame Geräusche sind zu hören. Nun sehen sie in dem Licht eine Gestalt. Es ist ein Engel, ein Bote Gottes, und er ist wunderschön. Aber die Hirten haben Angst. Sie bedecken ihre Augen mit den Händen und fangen an zu zittern. So etwas haben sie noch nie erlebt. Aber der Engel spricht zu ihnen. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren, Christus, der Herr in Bethlehem. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und genauso plötzlich, wie das Licht mit dem Engel gekommen ist, verschwindet es auch wieder. Unsere Hirten haben noch ganz schön Herzklopfen und gucken sich gegenseitig verwundert an. Sie können noch gar nicht fassen, was ihnen da gerade passiert ist. Und was der Engel da gesagt hat. Der Retter der Welt, ein König, geboren in einem Stall? Und warum ist der Engel gerade ihnen erschienen? Nicht dem reichen Kaufmann aus ihrem Ort, nicht dem Bürgermeister, sondern ihnen. Sie werden wirklich die Ersten sein, die ihn besuchen. Da sind sie schon ein bisschen stolz und wollen unbedingt sehen, ob alles so stimmt, was der Engel versprochen hat. Sie wollen natürlich nicht mit leeren Händen gehen, also packen sie ein paar Geschenke für das Baby ein. Viel besitzen sie ja nicht. Ein Brot, einige Decken, aber diese Geschenke kommen von Herzen. Und das ist das Wichtigste. Voll bepackt machen sich die Hirten auf den Weg. Als die Hirten am Stall ankommen, sind sie doch ein bisschen skeptisch. Hier soll der Herr der Welt geboren worden sein? Als Ärmster unter Armen? In einem schäbigen Stall? Doch sie fassen sich ein Herz und kommen näher. Josef geht ihnen entgegen und lädt sie freundlich ein, hereinzukommen. Die Hirten gehen zur Krippe und beugen sich darüber. Und sie staunen. Sie können fühlen, was für ein Wunder hier passiert ist. Sie sind so glücklich über dieses strahlende Kind in der Krippe, dass sie sich gar nicht satt sehen können. Sie wissen jetzt, dass der Engel recht hatte und knien sich hin, um das göttliche Kind anzubeten. Maria und Josef lächeln sich an. Sie freuen sich sehr über den Besuch der Hirten und ihre ehrlich gemeinten Geschenke. Und dann kommen da noch mehr Menschen, die Leute aus dem Dorf. Alle kommen, um dieses Wunder in ihrer Mitte zu bestaunen. Maria und Josef sind in Bethlehem angekommen und das Jesuskind in der Welt. Jesus will auch bei uns allen ankommen und einen Platz in unserem Leben haben. Der große Gott ist ein kleiner Mensch geworden, einer von uns. Einer wie wir. Das schenkt eine Freude, die nie mehr aufhört.
Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um den Segen aus Gottes Wort beten. Herr, sprich du zu uns durch deinen Geist und hilf uns, auf dich zu hören. Amen. Der Predigttext steht geschrieben beim Propheten Micha im 5. Kapitel. Du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Israeliten. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, und er wird zur selben Zeit herrlich werden bis an die Enden der Erde. Und er wird der Friede sein. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Gemeinde, sind Sie auch reif für die Insel? Möchten auch Sie mal wieder gerne in den Urlaub fahren? Das wäre doch schön. Naja, nicht gerade zu Weihnachten, aber danach, irgendwann. Ich begegne zurzeit vielen müden Menschen. Doch zum Glück für uns alle ist jetzt Weihnachten. Denn Gott liebt sich zu Weihnachten gerade in die müden Herzen hinein. Ja, haben Sie schon einmal darüber nachgedacht? Der nimmermüde Gott hatte es in Bethlehem mit müden Menschen zu tun. Und zunächst galt diesen müden Menschen seine ganze Liebe. Da ist zunächst Maria. Kaum ein Weihnachtsbild zeigt ihr von der nächtlichen Geburt müdes Gesicht. Dabei war für sie schon der lange Weg eine unglaubliche Strapaze. Ob sie sich vielleicht gefragt hat, warum das Kind nicht unter normalen Umständen hat zur Welt kommen können? Maria war ein Mensch. Und Menschen werden müde, wenn ihnen viel abverlangt wird. Und dieses besondere Kind hat ihr viel abverlangt. Aber es hat ihr auch unglaublich viel gegeben. Der nimmermüde Gott kam zu ihr mit seiner Liebe, mit seinem Trost und ganz offensichtlich auch mit himmlischer, mit neuer Kraft. Und Josef? Ich sehe einen vom langen Marsch und von der Geburtshilfe müden Mann. Und wie mag es erst seiner gebeutelten Seele gegangen sein? Er war Ehemann, aber nicht der Vater. Unterwegs hatte er darüber nachdenken können, dass er ein Teil des großen Planes Gottes war. Aber wer sagt, dass sein Selbstwertgefühl nicht doch gelitten hatte,
und das auch unter den schrägen Blicken der Menschen. Auch Josef war ein Mensch, und Menschen werden müde, wenn ihnen viel zugemutet wird. Doch der nimmermüde Gott kam zu ihm mit seiner Liebe. Gott kam auch zu Josef mit seinem Trost und ganz offensichtlich mit himmlischer, mit neuer Kraft. Ach, und die Hirten. Ich sehe müde Arbeiter, erschöpft von einer überlangen Schicht. Sie waren Randfiguren des damaligen Lebens. Sie waren meist ohne Hoffnung auf Verbesserung ihrer Lage. Jedoch, aufgeschreckt von den Engeln, machten sie sich auf den Weg. Es war mehr als nur Neugierde. Es war eine neue Hoffnung auf Gott. Es war die Sehnsucht nach seinem himmlischen Frieden. Den hatte doch der Prophet Micha vorausgesagt. Liebe Gemeinde, es waren müde Menschen an der Krippe versammelt. Damals wie heute. Ja, die Weihnachtsgeschichte ist kein Idyll, das mit uns nichts zu tun hätte. In der heiligen Nacht haben sich an Körper und Seele müde Menschen um die Krippe versammelt. Dort können wir Heutigen uns dazustellen und gemeinsam mit den anderen dort dürfen wir uns auftanken lassen vom himmlischen Kind. Der Prophet hatte es verheißen, indem er sprach: Er wird uns weiden in der Kraft des Herrn. So klein und scheinbar kraftlos das Kind noch war, es wurde eine Quelle der Kraft allen, die ihm begegneten. Die Hirten traten munter und fröhlich ihren Heimweg an. Ihr Leben hatte einen neuen Glanz bekommen. Aber auch Maria und Josef hat das Kind neue Kraft geschenkt. Sie hatten bald darauf die nötige Energie, um noch die Flucht nach Ägypten zu unternehmen. Und wir? Lassen auch wir uns beschenken mit neuer Kraft. Lassen auch wir einfach hinter uns, was uns müde macht. Das Kind kann uns helfen. Lassen auch wir uns stärken von seiner geheimnisvollen Quelle. Denn seine Liebe verleiht auch uns Flügel. Lassen auch wir uns beschenken von seinem Licht. Denn sein Licht macht uns munter. Von dem Kind in der Krippe erfrischt, lasst uns den anbeten, der hinter diesem Kind steht. Lasst uns den verehren, der in diesem himmlischen Kind zu uns Menschen kam. Denn Gott will nicht, dass wir müde bleiben. Er will uns zunächst hier begegnen, hier an diesem heiligen Ort. Und dann will er uns und unserem Leben neuen Schwung geben. Lassen wir uns anstoßen von diesem Kind. Lassen wir uns erfrischen von diesem Kind. Lasst uns jetzt auftanken bei diesem Kind. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.
Du bist zu uns gekommen, lieber Gott, in dem Kind in der Krippe, eine Hütte, ein Stall nur, das war dir genug. Du hast daraus einen Ort der Freude gemacht. Frieden auf Erden. Jetzt kommen wir zu dir und bitten dich für alle, die heute in Hütten und in Ställen wohnen. In Zelten und in Turnhallen, auf der Straße und unter Brücken. Gib Frieden auf Erden. Wir bitten dich für alle, die in Krankheit und Leid leben, die der Pandemie zum Opfer gefallen sind, die in Krankenhäusern um ihr Leben kämpfen. Gib Frieden auf Erden. Wir bitten dich für alle, die durch Meinungsverschiedenheiten und Irrglaube in Streit geraten sind, die mit Wut und Hass anderen Menschen Unrecht tun. Gib Frieden auf Erden. Wir bitten dich für alle, die heute in Angst und Schrecken leben, die den nächsten Terrorangriff fürchten, die von Gewalttätern entführt wurden, die auf der Flucht sind. Gib Frieden auf Erden. Wir bitten dich für alle, die heute keinen guten Ort haben, allein in ihren Wohnungen, im Gefängnis, einsam inmitten der Familie. Gib Frieden auf Erden. Wir bitten dich für alle, die Weihnachten fürchten, die Trauernden, die in Streit lebenden, die Kinder, deren Augen heute nicht leuchten. Gib Frieden auf Erden. In der Stille bitten wir dich für die, die uns besonders am Herzen liegen. Gib Frieden auf Erden. Du bist zu uns gekommen, in dem Kind in der Krippe. Eine Hütte, ein Stall nur, das war dir genug. Danke Gott für diese Liebe. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.